Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich spiele wieder Ranked mit einem meiner Lieblingsdecks, dem Zoo Assassin 2.0. Ich habe ihn gepimpt, muss ich sagen. Die Harp hier tue ich auch mal weg. Ich hoffe natürlich auf eine ganz bestimmte Karte und hoffe mal, dass sie gezogen wird. Leider nicht gezogen wird, das sieht sogar extrem schlecht aus gerade. Wenn ihr die erste Folge nicht gesehen habt, ich werde sie irgendwie irgendwo verlinken. Seid gegrüßt. Da auf jeden Fall mal reingucken, da die Matches waren richtig cool, ein super Start. Das wird jetzt sehr schwierig, passiert auch wirklich selten mit dem Deck, weil wir doch recht viele kleine Kreaturen haben und jetzt mit dem Seelenruhmarschall ist schon recht bitter. Okay, Anschimmeroberin, wir werden uns auf der Seite verteidigen, wer weiß mit was er da jetzt um die Ecke kommt. Obwohl, ich werde mich erst verteidigen, wenn die Verteidigung auch nötig ist. Ansonsten werde ich die Ahnenschimmeroberin hier in der nächsten Runde spielen können. Und ich hoffe einfach, dass er die Kreatur, die er ausspielt, dann eventuell auf der Seite spielt. Hat er jetzt sowieso nicht gemacht. Boah, also diesmal habe ich da ein bisschen Pech. Aber ich habe auch solche Matches schon gewonnen. Boah, das ist natürlich jetzt richtig gut. Wo ich wirklich mal höhere Karten habe, das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Und da habe ich die Sache genauso gerockt. Von daher, give a fuck. Da auf diesen Hiesen habe ich gewartet, weil der ist am Anfang unbezahlbar. Okay, wir können richtig schön reingehen. Und hier werden wir uns auch verteidigen, damit der hier nicht so schnell stirbt. Und falls er sich verteidigt, überlegt er sich es natürlich zweimal. Weil da können wir die Verteidigung ganz einfach vernichten. Und so können wir in der nächste Runde bereits den Schneesäbelzahntiger spielen. Und das ist natürlich äußerst gut. Hier die wäre eigentlich auch ganz gut, wenn wir die fesseln würden, weil da würde er die hier töten. Und wenn er die tötet. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Würde er uns einen Strich durch die Rechnung machen, denn der kotzt ja die krampfeste Wache aus. Und die hat Wächter und damit könnte er den hier aufhalten. Schneesäbelzahntiger wäre cool. Aber wir müssen jetzt erstmal hier solide voranschreiten, würde ich mal sagen. Ich rück mal ein bisschen näher, ne? So. Und er geht da hier hin. So. Das ist natürlich gut für ihn, aber wir können es ja hier mit der Kriegergilden-Rekrut. Da können wir auf jeden Fall reingehen. Die will er tot sehen, ich merke das schon. Aber jetzt könnten wir mit dem Seelenruhmarschall auf jeden Fall Sachen machen. Und das werden wir auch tun. Wir werden Seelenruhmarschall spielen. Und können dann, weil wir mehr Leben haben als der Gegner, nochmal einen Seelenruhmarschall spielen. Und werden nochmal eine Karte ausspielen können. Und das wird Wilder Bestienrufer sein. Und dann wird auf der anderen Seite nochmal irgendeine Kreatur. Und das ist ja, dann ein Bürstenrücken und das ist ziemlich cool. So, wir gehen hier schön ins Gesicht, weil von denen kann er nicht viel machen. Also die einzige Angriffsmöglichkeit wäre halt eben unsere lustige Spinne. Okay, die wird er jetzt mit dem Blattschleicher vernichten, das war mir sowieso klar. Irgendwas musste er natürlich tun. Jetzt mit zwei Magika kann er da nicht mehr viel machen. Und der muss da natürlich reingehen. Wir haben hier aber noch ein paar solide Kreaturen, mit denen wir jetzt übelst ausrasten können. Die königliche Weise werden wir jetzt spielen und können die mit ganz interessanten Sachen ausrüsten. Ein flinker Schlag, äußerst gut. Okay. Wie ich sehe, benötigt ihr meine Weisheit. Schutzzauber, Schutzzauber, Entzug und Sturmangriff. Perfekt. Da gehen wir jetzt einfach mal mit dem Sturmangriff rein. For the win. For the win. Und nochmal Entzug. Okay, und dann werden wir einfach den flinken Schlag, den müssen wir uns jetzt noch gerade aufheben. Falls wir mit irgendeiner Kreatur durchkommen, können wir da wenigstens zweimal damit angreifen. Weil jetzt können wir noch nicht töten, deswegen sparen wir das auf jeden Fall auf. Du
Okay, da muss er reingehen. Das Gute ist, die haben noch einen Schutzzauber. So leicht werden sie nicht zu vernichten sein. Riesenfledermaus wird ihm jetzt helfen. Aber wir haben hier auf jeden Fall gewonnen, wenn er jetzt nicht die Überprophezeiung hat. Hoffen wir mal, dass er die nicht hat. Jawohl, gutes Spiel. Ein feiner Kampf. Und zack. Ausgelöscht! Ausgelöscht! Death Note, Leute, Death Note. Okay, vierter Sieg in Folge. Stick ist gut. So, wir sind im Schädel angekommen. Ein Sieg, Leute, noch ein Sieg. So, die Belohnung machen wir noch gemeinsam auf. Das ist unglaublich. Dunmeer Fallenstellerin. Wächter und fessle alle Kreaturen, die Schaden durch Dunmeer Fallenstellerin erleiden. Ich finde, das ist eine gute Karte. Hat mich öfter schon ein bisschen genervt. Okay, Leute, wir sind gerade unaufhaltsam. Jetzt wird's aber gefährlich, denn Prophecy Battle Mages sind unser natürlicher Todfeind. Denn wir sind natürlich drauf, Picht Schaden zu machen und die wehren sich leider dann. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wer macht mehr Schaden. Wir können nicht gleich zu Anfang was machen. Er mit dem Magikerin leider schon. Das Gute ist, wir haben eine gute Kurve. Wir können also kramfeste Verräter aufs Board bekommen. Und dann können wir, je nachdem was er jetzt spielt, und das ist ja, sowas oder sowas halt, ne? Das können wir auf jeden Fall fesseln, das ist ja ziemlich gut. Jetzt kann er ruhig gerade nochmal reingehen, das macht mir jetzt nichts aus. Dann soll er ruhig mal Schaden machen. Ich meine, das hilft uns auch. Echt bescheuert, dass der... dass unser Gegner jetzt der Prophecy Battle Mage ist. Okay. Wir... gehen gleich weiter rein, machen weiter Schaden. So, das ist natürlich absolut zum Kotzen. Aber wir können dann, wenn es brenzlig wird, immer noch mit zwei kreischenden Harpien die gefährlichen Kreaturen fesseln. Aber erst lassen wir ihn kommen. Weil wir können ja immerhin hier auch ganz guten Schaden machen. Also so ist es natürlich nicht, ne? Solange ich atme, fordert mich nicht heraus, Schuft. So, nochmal eine kramfeste Verräter. Den werden wir dann auch gleich spielen. Der macht halt brutal Schaden. Der macht so brutal Schaden. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Okay. Wir werden hier sowas machen. Und werden sowas hier machen. Damit können wir wenigstens auch mal reingehen und hoffen einfach mal, dass in unseren Prophezeiungen ein bisschen was ist. Wir haben dann 5 Magiker in der nächsten Runde. Mit 5 Magier könnten wir den Dünenschmuggler benutzen. Oder natürlich Ahnenschimmeroberin. Kramfester Verräter. Fordert mich nicht heraus, Schuft. Das ist halt heftig viel Schaden. Wir haben hier 8, 10, 12. Aber 10 Schaden können wir im Endeffekt machen.
Okay. Hier gehen wir rein. Wir könnten einen von denen auf jeden Fall töten, einen fesseln. Dünenschmuggler wäre hier am Start. Genug Schaden können wir ja leider nicht machen. Wir müssen hier rüber switchen. Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Leute, das ist so nervig. Wir dürfen jetzt auch nicht angreifen. Weil wenn wir jetzt angreifen, dann spielt er ja sowieso wieder eine Karte aus. Sie können sich nirgendwo verstecken. Das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Okay, wir sind wieder im Nacken. Sieht sehr gut aus, ein super Start. Wir können direkt vorpreschen mit Krampfester Verräter. Wir können eventuelle Kreaturen, die am Vorpreschen uns aufhalten wollen, können wir dann mit der Harpie aufhalten. Dolchsturzmagierin natürlich auch nicht so schlecht. Königliche Weise, so eigentlich. Natürlich stehe ich auf eurer Seite. Eigentlich sogar ein Top-Start. Im letzten Match haben wir leider verloren gegen Prophecy Mage. Verzeihen. Das heißt nicht, dass Prophecy Mage jetzt unbedingt besser ist. Auf keinen Fall. Prophecy Mage hat halt eben den Vorteil, dass dadurch sehr, sehr viele Prophezeiungen drin sind. Und durch die ganzen vielen Prophezeiungen ist das schon sehr anstrengend. Ob der ihn jetzt unbedingt vernichten kann, das ist nicht gesagt, aber es würde sich jetzt nicht lohnen, die kreischende Harpie gerade schon einzusetzen. Dann würde ich lieber die Dolchsturzmagierin benutzen, um ihn zu töten. Außer er hat jetzt noch ein paar Tricks auf Lager. Ein Sturm zieht auf. Ihr kommt nicht in die Quere. Da geht er rein. So, verzeihen. Mehr als 13.837,45 € landen in nur 24 Stunden auf Ihren Bankkonten, nachdem Sie sich online für meine Testversion angemeldet haben. Und warte mal, die Tatsache, dass du dieses... Oh. Ja, da lässt man einmal den Laptop an. Und schon hat man den Salat. So, wichtig wäre es jetzt eigentlich, den zu fesseln. Sonst könnte er ganz easy peasy reingehen. Das wäre jetzt echt bescheuert. Oder, ich denke, königliche Weise wäre doch ein bisschen cleverer. Ja, wir spielen die königliche Weise. Auch wenn er da jetzt reingeht. Ich meine, wir kommen da trotzdem vorbei. Das sollte nicht das Problem sein. So können wir trotzdem schon mal ganz soliden Schaden machen. Und in der nächsten Runde haben wir dann 5 Magiker und können hier Anschimmeroberin und die kreischende Harpie ausspielen. Ist dann natürlich top on curve. Hm.
Tatskat habe ich schon sehr lange nicht mehr eingesetzt, weil die einfach immer vorher krepiert sind, bevor ich überhaupt auf Stufe 9 war. Und wenn ich mal drüber war, dann habe ich ihn nicht gezogen. Aber wenn er mal da ist, dann macht er Bam. Ausbildung ist vorbei. Zeit zu kämpfen. Bubenlöwe ist ja ganz nett. Aber jetzt noch nicht so schlimm. Okay, da werden wir natürlich jetzt mit unserer Schutzzauberin reingehen. Zack. Jetzt haben wir auch schon den Folianten. Wir gehen hier erstmal schön ins Gesicht. Benutzen die Anschimmeroberin. Und haben hier das Kamel des Händlers. Siehe dir die drei obersten Karten deines Decks an, nimm eine auf die Hand und wirf die anderen ab. Alles ja ganz nett. Der hier muss aber erstmal gefesselt werden. Und dann werden wir natürlich schön ins Gesicht gehen. Und mit 6 Magicka kann er den Eissturm spielen. Und das ist gefährlich. Das macht uns gar nichts aus. Das kann er ruhig machen. Das ist doch nicht so toll. Ich nehme alles zurück. Das wäre doch scheiße. Aber okay, wir werden weiter schön reingehen. Bam. Zack. Und die wilde Bestienruferin. Höhlenbär. Äußerst geil. So, jetzt haben wir noch ein paar sehr starke Kreaturen im Schatten, die einen Eissturm aushalten würden. Die werden natürlich jetzt sterben. Hier braucht er einfach mit dem hier reinzugehen und hier den wenigen Schaden zu fressen. Aber so haben wir in der nächsten Runde auf jeden Fall eine sehr gute Angriffsstärke, außer er schafft es natürlich jetzt mit irgendwas aufzuhalten. Wenn er sich mit irgendwas verteidigt, könnten wir mit dem Folianten der Veränderung noch ein bisschen was anfangen. Natürlich jetzt sehr bitter. Wir könnten aber auch mit dem Dünenschmuggler hier arbeiten. Wäre auch gar nicht so blöd. Bevor wir uns jetzt mit dem da aufhalten. Okay, Dünenschmuggler vorbringen. So, und schon haben wir hier nochmal 8 Schaden, die wir machen können. Oh, ja. Vergessen, ne? Vergessen, aber wir konnten den Schaden machen. Das habe ich ganz vergessen, dass sie auf beiden Linien die Besonderheit hat. Aber okay, er belebt. Wir konnten sie vernichten und haben hier noch eine Kreatur im Schatten. Die stirbt, aber dann stirbt auch der Löwe. Den können sie auch auslöschen. Aber hier haben wir immer noch Tatskat, der dann den restlichen Schaden machen könnte. Wir haben deutlich mehr Leben, also können wir auch Seelenruhmarschall spielen plus den Hausgenossen, weil jetzt wird er langsam relevant. Denn er fügt ja nochmal 3 Schaden zu. Das wird dann ziemlich blöd für ihn. Viel Verteidigung hat er nicht, das ist ja ein Agro-Deck. Und wir konnten einfach jetzt schneller Schaden machen. Jetzt, wenn er ins Gesicht geht, ist ja absoluter Schwachsinn, also muss er da reingehen. Korsarenschiff macht uns jetzt auch nicht viel aus. So viel Schaden kann er uns jetzt nicht mehr machen. Okay, hier kann er sich verteidigen, das ist jetzt echt ätzend. Das ist auf jeden Fall blöd, vor allem stirbt auch unsere Kreatur. Okay, Leute, jetzt rastet er komplett aus. Also eine Siegeschance hat er natürlich noch. Das ist extrem beschissen. Wir können den nötigen Schaden nicht machen, das nervt mich. Okay, Seelenruhmarschall. Und den Hausgenossen. Und jetzt können wir noch
die starke Kreatur aufhalten. Jetzt kann er da wenigstens nicht so viel Schaden machen und hier kann er die im Schatten natürlich nicht aufhalten und da er nicht wirklich viel Wächter hat, dürfte er eigentlich nichts mehr machen können und ich kann da komplett reingehen. Außerdem haben wir in der nächsten Runde auch die Möglichkeit, Tatzkat zu spielen. Unseren Rudelanführer und dann ist die Sache eh vorbei. Es gibt immer einen Plan. Spielt halt jetzt noch ein paar Kreaturen, aber wir haben trotzdem genug Angriffsstärke. Die kann er jetzt verwandeln. Wir haben immer noch genug Angriffsstärke. Das ist mir auch piepegal. Ah nee, das ist mir eigentlich nicht piepegal. Oh Mann. Wir haben 7, 6. Reicht. Reicht auf jeden Fall. Zack. Und. Zack. Und Tatzkat. Tatzkat for the win. Ganz vorsichtig. Okay, geil. Wir sind jetzt wieder im Kopf angekommen und jetzt müssen wir wieder nur noch ein Match machen. Hoffentlich kein Prophecy Mage, hoffentlich kein Prophecy Mage. Ich mag es nicht, gegen die zu spielen. Mag meine eigene Medizin nicht. Okay, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, Leute. Bis dahin, euer LineTube.